So, meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Online-Studienkreis Germanische Heilkunde vom Dr. Maitreke Gerd Hamer, der vorigen Sonntag verstorben ist und wo kommenden Freitag in Erlangen das Begräbnis sein wird, wo wir uns von ihm verabschieden müssen. Das einzig Tröstliche: er wird in unseren Herzen weiterleben. So, unser heutiges Thema, die Hormonlage. Und das erste Tun des Therapeuten, wenn der Patient zu ihm kommt. Moment, jetzt habe ich gerade meine Folie verloren, da ist wieder. Er gibt ihm die Hand. Eigentlich muss ich einen Satz zuvor beginnen. Dreh- und Angelpunkt in der germanischen Heilkunde ist ja der biologische Konflikt. Hochakut, isolativ, am falschen Fuß erwischt. Und dieser biologische Konflikt ist die Ursache für die Krankheiten, die von sich aus entstehen. Und im Moment des Konflikts wird ja assoziiert. Also diese unwillkürliche Gedankenzuordnung. Also wenn man Menschen, der im Schock ist, ins Gesicht blickt, der reißt Augen, Mund, Ohren auf. Und in dem Schockmoment wird assoziiert. Und es geht voll am Verstand vorbei. Also bevor man da zum Denken kommt, ist das Ganze schon passiert. Also wenn ich, sagen wir, mit einem Samurai-Schwert auf sie losgehe und ihnen den Kopf abhacken möchte, da werden sie nicht fragen: Moment, Helmut, habe ich da jetzt einen Konflikt? Sondern sie haben einen Konflikt. Und sie assoziieren. Der eine assoziiert Tod, der andere assoziiert Selbstwert, der andere assoziiert Angst. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich in dem Schockmoment weiblich oder männlich empfinde. Das ist ein Riesenunterschied. Die Frau hat ein ganz anderes Verhalten als der Mann. Ja, das männliche Prinzip: der Mann geht in die Offensive, das weibliche Prinzip: die Frau geht in die Defensive. Also, siehe Straßenverkehr. Da sieht man das schön. Und das erste Tun des Therapeuten, wenn der Patient zu ihm kommt, ist, er klärt einmal drei Dinge ab, routinemäßig. Bevor er sich auf die Suche nach einem Konflikt begibt, klärt er routinemäßig einmal die Händigkeit ab. Also er gibt einmal dem Patienten überhaupt die Hand. Mit dem Handgeben hat er schon einmal die erste Diagnose: hat er eiskalte Hände, hat er kochend heiße Hände, ist er im Stress, hat er vielleicht einen Konflikt oder ist er gerade in einer vagotonen Heilung? Und das zweite ist der Klatschtest, Partner-Mutter-Kind-Seite bestimmen. Und das dritte ist die Hormonlage zu bestimmen. Sagen wir, zu erkennen, ob Patient Mann oder Frau ist, das ist ja relativ einfach. Wird aber auch immer schwieriger. Also manches Mal muss man schon zweimal hinschauen: Frau mit Bart, was ist das jetzt? Aber Achtung, es gibt männliche Frauen und es gibt weibliche Männer. Und ohne Konflikte, nur durch Veränderung der Hormonlage, wie sehr sich das Wesen verändert vom Menschen, und wahrscheinlich nicht nur vom Menschen, sondern beim Tier Theta, aber da haben wir nicht so die Erfahrung. Das haben Sie mit Sicherheit schon selbst beobachtet. Wie sehr sich das Wesen vom Menschen verändert, ändert sich die Hormonlage. Zum Beispiel, es heiratet das Pärchen, lassen wir sie so 30 Jahre alt sein, Mann männlich, geht vorn, schützt seine Frau, Frau weiblich, lässt sich beschützen, geht in respektablen Abstand hinterher, so wie es sich gehört. Und es harmoniert. Ja, männlich und weiblich, das harmoniert. Dann werden es 50. Mit 50 kommt die Freundin Wechsel. Es sinkt bei ihr das Östrogen der Eierstöcke
Und sie hat keinen Eisprung. Und eine Frau, die keinen Eisprung hat, ist eine männliche Frau. Die hat im Revier der Gehirnrinde die Seite gewechselt. Ja, die hat jetzt nicht weibliches, sondern die hat männliches Revierverhalten, so wie der Mann. Die geht jetzt in die Offensive. Und jetzt hat sie Revierverhalten, jetzt braucht sie auch ein eigenes Zimmer, wo sie die Nähmaschine aufstellen kann, wo sie abschließen kann. Jetzt gibt es zwei Revierhirsche zu Hause. Ja. Der Mann ist nach wie vor männlich, die Frau ist frisch männlich und jetzt fallst du quasi gleichzeitig durch die Tür. Und jetzt fliegen die Fetzen, 25 Jahre lang. Weil erst mit 75 kommt der Mann in den Wechsel, also es sinkt bei ihm das Testosteron der Hoden. Jetzt hat er kein Revierverhalten mehr, jetzt hat er das Hirn gewechselt, er ist jetzt weiblich. Das ist auch die Zeit, wo der Opa überschreibt. Ja, solange der Opa männlich ist, kann ihm der Erstgeborene nichts recht machen. Ja, aber jetzt der weibliche Opa, ja, also mit 75, jetzt, er hat ihr Leben lang, hat er sich um sein Revier kümmert, jetzt soll sich der Nachfolger drum kümmern. Ja, jetzt funktioniert es, weil jetzt ist der Opa weiblich. Und die Oma nach wie vor männlich, geht dann die Oma vorne und der Opa tapst dann hinterher. Und dann harmoniert es auch wieder so halb und halb. Ja. Und sie können, sagen wir, die weibliche Frau nicht mit der Oma vergleichen. Und sie können den männlichen Mann nicht mit dem Opa vergleichen. Ja, die haben ganz anderes Verhalten, die haben auch ganz anderes Empfinden und sie haben auch ganz andere, sie assoziieren anders. Und die Hormonlage spielt eigentlich überall mit rein. Ich möchte für jede Gruppe ein Beispiel bringen, um den Kontrast hervorzukehren. Dem Mann läuft die Frau weg. Ja, sagen wir, das ist so der klassische Revierverlust. Ja, für den Mann zählt die Frau zum Revier. Und jetzt ist das Revier weg. Ja, der hat einen Revierverlustkonflikt. Ich meine, er kann sich auch freuen drüber. Gell? Also immer unter den drei Kriterien, hoher Kuh, ist relativ am falschen Fuß. Ja, und typischerweise halt Revierkonflikt, Revierverlust. Ist er Rechtshänder, hat er es in den Arterien und wenn er den Konflikt löst, hat er den Herzinfarkt. Ist er Linkshänder, die haben den Rösselsprung, löst der den Konflikt, der hat es in den Venen, hat er die Lungenembolie. Wenn aber dem älteren Mann, der kein Revierverhalten mehr hat, die jüngere Frau zugunsten eines jüngeren Mannes davonläuft, das ist der typische Prostata-Konflikt. Also der hat den harmischen Herd im Stammhirn, jetzt egal, ob er links-rechtshänder ist, und reagiert mit Prostatakarzinom. Es ist quasi dieselbe Situation. Ja? Dem Mann läuft die Frau weg. Aber abhängig davon, ist er männlich, hat er es im Revier, ist er weiblich, hat er es im Stammhirn, reagiert mit Prostata. Nur durch Veränderung der Hormonlage, ohne Vorkonflikte oder so. Oder wenn der Frau der Mann fremd geht und wenn sie selber schon an Scheidung dachte oder wenn sie dachte, den Mann, den sie geheiratet hat, das ist nicht der Märchenprinz, den sie sich erhofft hat zu bekommen und der geht fremd. Also wenn es kein sexueller Frustrationskonflikt ist, das ist ja eigentlich der typische sexuelle Frustrationskonflikt wieder im Revierbereich. Aber wenn das mehr so die Verletzung der Solidarität ist, ja du Schweinehund, was tust du mir an oder was tust du unserer Familie an? Das ist ja der typische Brustkrebs. Ja? Sorge, Streit, partnerseitig. So, und wenn man so eine Frau mit so einem Brustkrebs künstlich in den Wechsel schickt, sprich aus ihr einen Mann macht, dann kann sie diesen Konflikt ohne Punkt und Komma umempfinden zu einem männlichen Revierverlust. So als würde eben dem Mann die Frau weglaufen.
Und der Hamersche Herd springt vom Kleinhirn in die Gehirnrinde, ins Herzrelais, also Arterienvena. Und der Brustkrebs geht in Lösung. Ja, das ist beim sogenannten hormonabhängigen Brustkrebs. Und ich habe da einmal recherchiert im Internet, ich bin da auch gleich fündig geworden. Und zwar, Busarilin. Oder Profakt, ja, das besitzt die Fähigkeit, die Produktion von Geschlechtshormonen im Organismus zu blockieren. Bei hormonabhängigen Tumoren und der Frau mit Brustkrebs hier hat man das 40-fache verabreicht, was an und für sich ausreicht, um eine Frau männlich zu machen. Also aus der Frau hat man einen Supermann gemacht. Und dies bei sehr guter Verträglichkeit. Nebenwirkungen vergleichsweise harmlos. Ohne irgendwelche Schädigungen zu hinterlassen. Und über ein Jahr lang hat mir hochdosierte Gaben von Busarilin verabreicht. Und tatsächlich, der Brustkrebs wurde weniger. Und dann hat man das Hormon abgesetzt. Ja, aber dann, wenn sie es nicht mehr männlich empfinden kann, ja, springt er wieder zurück. Logisch. Und bevor der Brustkrebs noch kommen kann, ja, dann löst sie natürlich den Konflikt im Herzrelais, weil der Hamersche Herd ist jetzt wieder im Kleinhirn, kommt in die Heilung, in die Krise und im Jahr 2002 verstarb die schon betagte Patientin, indes nicht an Krebs, sondern an einem Herzinfarkt. Doch es bestärkt uns darin, mit der sanften Krebstherapie fortzufahren. Also Nebenwirkungen vergleichsweise harmlos, gut gestorben ist, gell, aber sonst keine Nebenwirkungen. Also Hammer würde sagen, Zauberlehrlinge, die wissen da eigentlich gar nicht, was sie da tun. Ja, sagen wir, mit Hormonen zu fuhrwerken, das ändert das Wesen vom Menschen, aber grundlegend, aber komplett. Und das ist ja unser heutiges Thema. Da habe ich ein paar ganz krasse Beispiele. Oder ein Beispiel aus der Orangengruppe. Es kann natürlich auch der 50-Jährige mit Prostatakrebs reagieren, gell, obwohl er Revierverhalten hat. Der Konflikt heißt ja hässlich halb genital. Und ein typischer hässlich halb genitaler Konflikt ist ja auch, wenn der Sohnemann schwul ist oder die Tochter lesbisch ist. Ja, und der Vater hätte gern Enkelkinder. Und immer, wie gesagt, immer unter den drei Kriterien. Und dann kann natürlich auch der 50-Jährige mit Prostata reagieren. Und die Therapie in der Schulmedizin endet ja immer mit Impotenz. Also in 99% der Fälle. Und der 50-Jährige produziert ja über die Hoden nach wie vor Testosteron. Aber er ist impotent. Und das heißt, er möchte, er kann aber nicht. Und das ist der sexuelle Selbstwerteinbruch mit Osteolysen im Schambein, im Becken. Ja, im Bett taug ich nicht. Der Schulmediziner sagt, ja, das Prostatakarzinom metastasiert mit Vorliebe ins kleine Becken, weil dorthin haben die Krebszellen nicht weiter. Nur muss die Krebszelle von der Prostata erstens einmal vom Drüsengewebe zum Bindegewebe werden, muss von Zell plus zu Zell minus werden, also außer Hypothesen nichts gewesen. Gell? Und jetzt ist die Schulmedizin draufgekommen, wenn man so ein Prostatakrüppel künstlich in den Wechsel schickt, sprich aus dem Mann künstlich ein Weibchen macht, haben die seltener häufig Prostatabeschwerden, Knochenosteolysen. Im Schambein, im kleinen Becken, im Schambein. Und das hat auch eine gewisse Logik, weil der Mann, der weiblich ist, bei dem ist die Libido im Keller, der hat keinen Bock. Und jemand, der keinen Bock hat und nicht kann, hat weniger Probleme wie jemand, der möchte und nicht kann. Ich habe da mal mit einem gesprochen, der nimmt seit 10 Jahren Östrogene wegen einer Prostata. Entfernung. Und er sagt, früher war er voll behaart, das ist alles weg. Mittlerweile hat er einen Busen.
sagt er, also das mit den Frauen interessiert aber überhaupt nicht mehr. Der ist um die 60. Und er hat so weiters keine Probleme. Er ist quasi gesund. Aber nur, was ist das? Ja? Mann ist er nicht, Frau ist auch nicht. Aber das war jetzt ein Beispiel. Ja, überall spielen die Hormone eine Rolle. Und ganz massiv heute halt im Revierbereich. Ja, eben da mal links den weiblichen und rechts den männlichen. Das ist bei Mann und bei Frau ist das gleich. Das hat eben mit den Hormonen zu tun. Ich kann zum Beispiel, wenn, sagen wir, die rechtshändige Frau einen sexuellen Konflikt hat, dann ist sie männlich. Ja, sie hat keinen Eisprung und ist männlich. Und wenn ich die mit Östrogene abfülle, sie vollstopf, dann zwinge ich sie, Frau zu sein und spreng ihr den Konflikt auf. Also ich kann durch Hormone Konflikte lösen. Nur ist der Konflikt über 9 Monate, stirbt sie halt an der Lungenembolie. Und detto, ja, beim Mann genügt ja ein einziger Revierverlust und er ist Softie, weiblich und schwul. Und wenn ich diesen Softie mit Testosteron abfülle, dann zwinge ich ihn, Mann zu sein. Ich spreng ihm den Konflikt auf. Aber Achtung, über 9 Monate, Konfliktmasse und der ist tot. Den Herzinfarkt überlebt er nicht. Also ich kann mit Hormone kann ich sehr, sehr viel machen. Ich kann Konflikte lösen. Nur muss der Therapeut wissen, was er tut. Ja, sonst ist er Zauberlehrling. Und ich kann sogar Konflikte umempfinden, dass sie hin und her springen. Wenn sie meine Hormonlage ändert, ändert sich mein Konfliktempfinden. Und Konflikte können auflösen, es können neu hinzukommen und sie können hin und her springen. Also ein Beispiel für hinzubekommen. Die weibliche Frau hat ja kein Revierverhalten. Und wenn da die Nachbarin der weiblichen Frau die Mülltonne in die Einfahrt stellt, das merkt die gar nicht. Aber wenn die Nachbarin der Oma ihre Mülltonne in die Einfahrt stellt, sagt die Oma, das macht's mir zu Fleiß jeden Tag. Die hat jetzt plötzlich mit der Mülltonne ein Problem. Ein Beispiel für hinzubekommen, was zuvor nicht war. Nur durch das Männlichwerden. Ein Beispiel für Umempfinden. Der Dieb, der durchs Fenster kommt. Weiblich geht die Frau mit Schreckangst in die Defensive. Huch, der Dieb, Decke über den Kopf. Männlich geht die Oma mit Revierangst in die Offensive. Ja, mit dem Besen auf dem Einbrecher. Mit re männlicher Revierangst. Da wird der Konflikt umempfunden. Und ein Beispiel eben für Auflösen. Sagen wir, der typische sexuelle Konflikt in der Kindheit ist oft der Exhibitionist. Die Konfrontation mit dem Thema Sex zu einer Nichtreife. Und wenn diese Frau mit so einem sexuellen Konflikt aus der Kindheit in den Wechsel kommt, wird sie zum Mann. Und wenn der Exhibitionist zum Mann hingeht und Hu macht, sagt der Mann, schau, dass du weiterkommst. Und jetzt, die kommt in den Wechsel und kann den Konflikt aus der Kindheit nicht mehr empfinden und löst den Konflikt aus der Kindheit. Nur durch den Wechsel. Weil sie ihn nicht mehr empfinden kann. Ja, für die Oma ist der Exhibitionist kein Thema. Kommt die Oma, ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe in Schrimps. Also für die Oma ist der Exhibitionist kein Thema. Und ja, das habe ich schon. Also Mann ist typischerweise der Jäger und die Frau Sammler sieht man auch heute noch bei den Handtaschen. Und die weiblichen Männer tragen auch ganz gern Handtaschen. Ja. Und das eine ist eigentlich immer so das Pendant zum anderen. Also das männliche Empfinden ist so nur halt übersetzt in die weibliche Sprache oder halt umgekehrt, ja. So wie die für die Zuckerrelais Angst, Ekel, ja, Spinne, Oralsex ist männlich empfunden, der Sträuber. Oder Revierangst, ja, der Rivale steht kurz,
davor, mich einzubrechen ins Revier. Ja, die Frau hat Huch der Dieb. Und was für Mann das Revier darstellt, ist für die Frau das Baby. Ja, und Revierärger, ja, auch ganz was Wichtiges. Achtung, das Mädchen ist genauso weiblich wie die Frau und der Bub ist genauso männlich wie der Mann. Das Mädchen wird mit 11 reif und kann im Prinzip schwanger werden. Aber das Mädchen war vorweiblich, ist nachher weiblich. Und der Bub kommt ja so mit 13, 14 in den Stimmbruch, aber er lief ja vor mit Indianer, Feder und Pfeil und Bogen rum und nachher, also wie der Mann. Also sie werden nur reif. Aber der Wechsel kommt dann erst im Alter. Die Frau mit 50, der Mann so mit 70, 75. Und Revierärger, der Rivale steht in meinem Revier und ich ärgere mich und meine Frau hat den Entscheidungskonflikt. Was mache ich jetzt? Bleibe ich beim Alten oder gehe zum Neuen? Und genauso der Reviermarkierungskonflikt. Beim Mann geht es eben ums äußere Revier, um Zaun oder Grenzen, Reviergrenzen. Ärger mit dem Nachbarchef, ja, an der Grenze und bei der Frau geht es ums innere Revier. Ja, wo schlage ich mein Nest auf? Gehöre ich zu dem Mann oder gehöre ich zu dem Mann? Das eine ist so, circa ist Pendant vom anderen. Und die Frau, so beginnt man im Revier, egal ob sie Links-Rechtshänderin ist, die Frau ist Frau, egal wie alt sie war, sie ist weiblich und der erste Konflikt muss ein weiblicher sein. Und dann halt ist für die Rechtshänder stimmt die Landkarte, bei den Linkshändern kommt der Rösselsprung. Und analog der Bub oder der Mann, der erste Konflikt, egal ob er Links-, Rechtshänder, egal wie alt er war, muss er männlicher gewesen sein. Das ist von der Natur her vorgegeben. Ja, die Genderisten wollen ja das in Abrede stellen und meinen, das wäre anerzogen, dass Mädchen Kleider tragen und Buben Hosen und Mädchen mit Puppen spielen, Buben mit Autos und so. Das hat nichts mit Anerziehung zu tun, sondern das ist die Natur. Ja? Und die früheren Menschen haben sich halt mehr nach der Natur orientiert und deshalb ist es so. Und ist bisher nicht hinterfragt worden. Und jetzt meinen die müssten alles mit Gewalt umdrehen. Gell? Und das ist natürlich ein riesen Identitätsproblem dann für die. Ich kann ja wirklich den Buben konfliktiv weiblich machen und das Mädchen konfliktiv männlich, eben mit so Konflikten. Gell? Ich meine, jetzt konfrontieren sie unsere Kinder mit dem Thema Sex. Ja? Und das ist eben das Konfliktive. So, und das haben wir eh schon besprochen. Ich muss nur die richtige Folie finden. Das haben wir schon. Also wie gesagt, der Dieb steigt durchs Fenster, weiblich, egal ob sie Links-Rechtshänderin ist. Die Frau geht in die Defensive und der Mann, egal ob er Links-Rechtshänder ist, der Mann geht mit Revierangst in die Offensive. Aber wenn der Dieb Opa und Oma durchs Fenster steigt, jetzt geht die Oma mit dem Besen in die Offensive, ja, und der Opa verkriecht sich unterm Bett und schickt die Oma vor. Oma, geh schauen. Und also durch den Wechsel wechseln wir wirklich auch das Hirn, gell? Aber auch das Wesen im Prinzip. Wobei die Händigkeit gleich bleibt. Gell? Sagen wir, ich bin Rechtshänder und wenn ich 90 bin, bleibe ich Rechtshänder. Damit bleibt ja Rechtspartner und Linksmutter-Kindseite. Das ändert sich ja nie. So, und genau hierfür ein Beispiel, ja, zum Beispiel, der Dieb steigt durchs Fenster. Männlich gehe mit Revierangst in die Offensive und nehmen wir an, ich kann den Einbrecher nicht abwehren. Einbrecher ist natürlich Partner und ich bin Rechtshänder, dann ist mein Partnerarm betroffen. Jetzt habe ich eine Lähmung am Partnerarm und links in der Motorik meinen hamischen Herd für die Muskulatur. Wenn ich aber dann mit 75 im Wechsel bin und es kommt der Dieb durchs Fenster, gehen die Defensive. Und wenn ich da den Dieb nicht abwehren kann, ist ja nach wie vor mein Partnerarm betroffen. Und ich habe eine Lähmung am Partnerarm rechts und links in der Motorik, den hamerschen Herd. Also der bleibt an derselben Stelle, ja, in der Motorik.
Aber statt Revierangst und Bronchien haben mit Schreckangst und Kehlkopf reagiert. Nur durch einen Wechsel. Ja, und das ist halt, Hammer meint ja, diese Ein-Ehe, das ist gar nicht wirklich so unsere Biologie. Ja, einfach aus dem Grund. Ja, weil, sagen wir, das Paar gleichaltrig, ja, und dann 25 Jahre sind es beide männlich. Und das harmoniert nicht so wirklich. Also da muss man schon über einige Dinge drüber stehen. Es waren aber unsere Vorfahren waren monogam. Ja. Aber Hammer träumt halt immer so von so einer kleinen Herde junger Mädchen und so. Ah, Beispiel. War Spaß. So, und die Schwangerschaft wechselt natürlich das Hirn. Ja, die Schwangere hat keinen Eisprung, also 9 Monate schwanger. 2-3 Jahre, wenn es da voll stillt, die natürliche Empfängnisverhütung, hat sie keinen Eisprung. Also die so in der Natur wäre die Frau so ja, 2-3 Jahre männlich. Und damit ist die Libido im Keller und knurrt, wenn der Mann was möchte. Aber das würde in der Natur ja auch nie passieren, dass ein Mann ein trächtiges Weibchen besteigen möchte, er riecht das. Ja, und die würde das auch nie zulassen. Und sobald sie abstillt oder zufüttert, wechselt sie wieder zurück und ist wieder weiblich. Egal, ob Links-Rechtshänderin. Und zum nächsten Eisprung steigt das Östrogen und mit dem nächsten Eisprung ist die wieder begattet. In der Natur gäbe es auch keine Periodenblutung. Also wenn da irgendein Weibchen nicht begattet wurde in der Natur, da muss eine Katastrophe passiert sein. Und ist schon wieder männlich, so für 3-4 Jahre und knutscht schon wieder 3-4 Jahre. Und das ist auch so ein Grund, gell, wo Hammer meint, dass die eine Ehe ist. Weil was macht der Mann in der Zwischenzeit? Ja, die Hände nicht untätig in die Schoß legen oder so. Und heute hat er jedes Männlein sein Weiblein. Das wäre in der Natur nicht so. Ja. Aber das ist halt wirklich sehr biologisch gedacht. Aber es gibt andere Kulturen, da ist das so, gell? Ich kenne da eine, die ist mit einem Araber verheiratet und eine mörderkomplizierte Beziehung, also sehr konfliktiv. Die haben 2 Kinder. Ich glaube, da hat ja jeder einen Konflikt. Unterschiedlichste Kulturen, das geht nicht gut. Aber sie erzählt, die Araber sagen, die Europäer sind doch falsche 50er. Wer hat in seinem Leben bloß nur eine einzige Frau? Und wie gehen die mit ihren Zweit- und Drittfrauen um? Die lassen sie fallen wie einen heißen Kartoffel. Wir versorgen unsere Frauen. Und die Araberinnen meinen angeblich, die Europäerinnen haben einen Vogel. Ja, die müssen gut kochen, gut putzen, lieb sein zu den Kindern, gut sein im Bett. Wir teilen uns das auf. Wir haben unseren Spaß. Warum nicht? Also, warum ist wirklich so, wenn, sagen wir, der Mann mehrere Frauen versorgen kann? Ja, warum? Bei uns, der erste Nationalratspräsident, ich glaube, der hat auch 3-4 Frauen gehabt gleichzeitig. Er hat es sich leisten können. Aber in unserer Gesellschaft dürfen deshalb Lesben heiraten, schwul dürfen heiraten, die dürfen sogar Kinder adoptieren, was biologisch überhaupt nicht möglich wäre. Ist das besser? Und in unserer Gesellschaft heißt es ja, liebes Mädchen. Ja, du bist jetzt 13, 14, hast den Eisprung, könntest schwanger werden, da hast du die Pille, du darfst nicht schwanger werden. Zuerst machst du einmal brav die Schule und dann gehst du studieren und nach dem Studium machst du Karriere und dann mit 30 kannst du überlegen, ob du noch ein Kind haben möchtest oder nicht. Und jetzt nimmt das Mädel brav die Pille, ja, so bis 30 und wer sucht sich eigentlich den Partner? Der Mann, die Frau oder die Frau, den Mann? Denken Sie nach, wie es bei Ihnen war. Die Frau, den Mann. Ja, der Mann steht immer, habt Acht. Möchte heute jemand? Und die Frau, na, heute nicht. Oder ja, doch, heute schon. Also die Frau sagt ja oder nein. Der Mann steht immer, habt Acht. Ja, ich sehe das ja bei meinen Hunden. Beide nicht kastriert, sterilisiert. Der Rüde kontrolliert das Weibchen immer, immer. Und die macht, und dann weiß er Bescheid, gibt er Ruhe.
Aber wenn die läufig ist, boah, dann ist er nicht zum Brennen. Der Rüde steht im Hauptakt. Aber ja, nein, sagt die Frau. Und die Pille nehmende männliche Frau steht natürlich auf Softies. Also mit einem echten Mann fängt die nichts an. Sie selber ist ja männlich. Und so mit 30 überlegt sie, ob sie nicht vielleicht doch noch ein Baby haben sollte. So vielleicht im selben Farbton zum Cabrio, so rein intellektuell. Und setzt die Pille ab und jetzt wird sie wieder weiblich. Und zum Eisprung hin, ja, steigt das Östrogen und jetzt ist sie heiß und jetzt braucht sie einen Mann und hat aber ihren Softie zu Hause sitzen. Und das ist ja bekannt, dass wenn die Frau die Pille nimmt, sich meist anderswertig orientiert oder wenn sie es absetzt, sich dann meist anderswertig orientiert. Und das Problem bei der Pille, dieses Hormon wird nicht irgendwie abgebaut vom Körper, das wird auspinkelt. Das wird dann nicht durch irgendwelche Mikroorganismen im Boden zerlegt oder so. Das gelangt ins Grundwasser. Wir Männer nehmen es übers Trinkwasser auf und für uns Männer wirkt dieses Hormon der Pille Richtung Verweiblichung. Wir werden weiblich, wir werden unfruchtbar, wir schwingen dann zu Hause in Staubsauger und waschen ab. Also der echte Held heutzutage wäscht ab. Und jetzt haben's das moderne Ehepaar. Ja, die Pille nehmende männliche Frau geht mit Aktenkoffer, Krawatte, Karriere machen in die Firma und der Softie kocht. Sie schafft das Geld an und er putzt. Nur dieses Paar ist unfruchtbar. Also jetzt haben wir das Prinzip umgedreht. Die Frau geht jetzt nach außen und der Mann geht jetzt nach innen. Schauen Sie raus in unserer Gesellschaft. Sie sehen ja fast nur männliche Frauen und weibliche Männer. Wo sehen Sie einen echten Alpha? Oder wo eine echte weise Frau? Ein Vollblutweib mit einem Rock? Wo? Also muss man wirklich schon suchen. Und dieses Paar ist unfruchtbar. Und wenn ich Erfolg kaputt machen möchte, dann mache ich das so wie Nicolas Rockefeller. Man beachte die Brigitte. Nicolas Rockefeller sagte dazu Folgendes: Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien und bekommen unsere Botschaften eingetrichtert, stehen nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten, konsumieren, dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden. Perfekte Kriegsführung, oder? Und damit der Erfolg nicht ausstirbt, braucht es eine Reproduktionsrate, ich glaube, von 2,3. Und um 1900 hat es noch passt. Und heute sind wir bereits unter 1. Wir sind am besten Weg auszusterben. Manche sagen sogar, das ist bereits irreversibel. Wir schauen quasi zu, wie wir aussterben. Und tun nichts. Wozu gibt es die Pille? Zur Selbstverwirklichung der Frau. Jetzt kann es immer, wenn es möchte. Aber nur jetzt möchte es halt nicht mehr, weil jetzt ist es ja männlich. Immer können, selten wollen. Warum die Pille die Lust schmälern kann? Dass die Antibabypille ein möglicher Lustkiller ist, vermuten viele Frauen schon seit längerem.
Die Pharmafirmen haben dieses Problem lange Zeit ebenso wenig ernst genommen wie männliche Gynäkologen. Es ist erwiesen, hormonelle Verhütungsmittel können die Libido beeinträchtigen. Auch der Eisprung, für viele Frauen die Zeit mit dem größten Verlangen, bleibt durch die Pille aus. Ich würde sagen, das ist auch für Mann die schönste Zeit. Endlich möchte es einmal. Das ist die Hochzeit. Das ist die Zeit, wo wir das, was uns geschenkt wurde, das Heiligste, das Leben, weiterschenken können. Zudem können psychische Nebenwirkungen wie Niedergeschlagenheit das Liebesleben eintrüben. Ändert sich die Hormonlage, ändert sich mein Konfliktempfinden. Auch die Waage muss man bedenken. Ich kann manisch, ich kann depressiv werden. Jetzt gibt es Pillen, die lassen zwar den Eisprung zu, aber die Gebärmutter Körperschleimhaut bildet sich nicht aus. Achtung, das ist gelbe Gruppe. Und das befruchtete Ei kann sich nicht einnisten. Diese Frau ist trotzdem männlich, obwohl sie den Eisprung hat. Während die Frau mit der Kupferspirale, die ist weiblich, ja, diese permanente Abtreibung erfolgt da irgendwie elektrolytisch. Aber sobald Hormone zum Einsatz kommen, egal die Depotspritze oder der Hormonring, diese Frauen sind männlich. Die Pille beeinflusst die Männerwahl. Ob Frauen eher auf maskuline oder feminine Männer stehen, soll die Antibabypille beeinflussen. Empfängnisbereite Frauen stehen auf maskuline Männer, unfruchtbare Pillennehmende auf Softies. So, und jetzt erklären Sie mir mal, was die Liebe ist. Nimmt die Frau die Pille, springt sie mit einem Mann ins Bett, mit dem sie ohne Pille gar nicht ins Bett springen würde. Und das nennt sie Emanzipation, das nennt sich Befreiung der Frau. Ich würde das sagen, das ist Abhängigkeit der Pharma. Das würde ich als Mann mit mir niemals geschehen lassen. Also ich finde das schon krass. Und wie viele Frauen da quasi ferngesteuert sind durch die Hormone, die im Wesen komplett verändert sind. Und das ist normal. Das empfinden wir als normal. Keine Kinder haben zu wollen und so. Ich meine, in der Natur würde sich da jeder auf den Kopf greifen. Bitte, ja, du entsprichst quasi nicht dem Plan der Schöpfung. Was hast denn du für einen Tick? Wo möchtest denn du hin? Das ist tot. Also in meiner Religion lebe ich, habe schon immer gelebt durch meine Vorfahren und werde immer leben durch meine Kinder und Enkelkinder. Das muss ich nicht glauben, das kann ich beweisen. Das Gene oder so, dass sie schauen mir ähnlich. Ja. Das ist die eine Form von einer Unsterblichkeit. Und weil ich ja immer leben möchte, werde ich schauen, viele Kinder, Enkelkinder zu haben. Da lohnt es sich auch zu investieren. Ich möchte ja ewig leben. Und ich ehre auch meine Vorfahren, weil es ist mühsam, so ein Kind großzuziehen. Und die zweite Art von Unsterblichkeit ist halt Hammer. Der hat sowas Wichtiges entdeckt. Den wird die Menschheit nie vergessen. Das ist das Tröstliche. Oder ein doppelter Verlust, der beide Eierstöcke nekrotisiert. Wenn der Mann, sagen wir, die Frau verlässt und das Kind mitnimmt, Partner und Mutter-Kind-Seite betroffen ist, beide Eierstöcke. Das ist, als würde man ihr die Eierstöcke rausschneiden. Die Frau ist natürlich männlich und unfruchtbar. Es reicht an und für sich ein Eierstock aus, damit sie schwanger werden kann. Und analog beim Mann. Gell? Beide Hoden nekrotisiert. Das ist im Prinzip, als hätte man ihm es abgeschnitten. Das ist im Prinzip der Ochse. Ja, der hat die Kraft des Stiers, aber das Wesen der Kuh. Der Kuh. Und der ist natürlich zeugungsunfähig. Und Chemo kastriert. Also, sagen wir, die chemonehmende Frau hat keinen Eisprung und der chemonehmende Mann hat keinen Samen. Und das, nach Absetzen der Chemo kann sie das wieder einstellen, dass er wieder Samen produziert, dass die Frau wieder ihren Eisprung hat. Aber Achtung, Gefahr der Missbildung. Also Kinder sollten Chemo-Patienten
keine mehr bekommen. Und je früher man das Kind mit Chemo traktiert, umso sicherer ist eine bleibende Unfruchtbarkeit. Also die Chemo kastriert unsere Kinder. Und wir waren, wir Eltern von der Olivia, wir waren nie gegen Operation, wir waren immer nur gegen Bestrahlung und Chemo. Und Olivia ist heute, ja, sie hat keine Kinder. Hätte gern, geht nicht. So, also wodurch kann sich die Hormonlage ändern? Durch die Schwangerschaft, durch die Pille, durch den Wechsel, durch Entfernung der inneren Geschlechtsorgane und medikamentös. Und das klärt der Therapeut alles ab, gell? Er fragt da die Patientin, ja, ob sie schwanger ist oder ob sie die Pille nimmt oder ob sie schon im Wechsel ist. Sagen wir, bei der Frau ist es ja relativ einfach, ja. Sagen wir, hat es den Eisprung, ist weiblich. Hat es eben nicht, ist männlich. Es ist nicht immer so. Es gibt zum Beispiel eben, die ist manisch und hat den Eisprung, wird nicht schwanger, weil sie manisch männlich ist. Und dann gibt es noch das Prolaktin der Hypophyse. Wenn das erhöht ist, die werden auch nicht schwanger. Das täuscht die Schwangerschaft vor. Der schießt Milch ein, die Periode ist weg. Also die glauben oft, sie sind schwanger, sind gar nicht schwanger. Also das gäbe es auch noch. Aber so im Groben kannst du sagen, ja, wenn es den Eisprung hat, ist es weiblich. Hat es eben nicht, ist männlich. Beim Mann ist es nicht so einfach festzustellen. Gell? Man müsste da einen Hormonstatus machen oder vom Verhalten kann man vielleicht auch auf einiges schließen, ja, wie er sich verhält. Ist er soft oder ist er maskulin? Jetzt ein paar Beispiele. Ändert sich die Hormonlage, ändert sich das Konfliktempfinden. Jetzt können Konflikte hin und her springen oder sich auflösen zum Beispiel. Das war ein Live-Fall auf einem Hammer-Seminar. Und zwar, diese Frau hat es einmal beim Oralsex am falschen Fuß erwischt. Die hat einen sexuellen Konflikt, also einen Angst-Ekel-Konflikt erlitten. Entschuldigung. Und mit der Schiene Oralsex. Und hernach war sie immer völlig unterzuckert und hat müssen ein Viertelkilo Honig leer futtern, weil es komplett unterzuckert war. Und diese Frau kam in den Wechsel mit 50. Und Oralsex blieb. Und aus dem weiblichen Angstekel wurde das Pendant der männliche Sträube. Und aus der Unterzuckerung wurde Überzuckerung. Also die kam in den Wechsel und bekam Typ 1 Diabetes. Und deshalb war sie beim Hammer. Was mache ich jetzt? Und sagt Hammer, naja, da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, Kloster. Schiene meiden. Wenn du aber deinem Mann das Kloster nicht antun möchtest, schluck Östrogene. Dann empfindest du das wieder um. Aus der Überzuckerung wird wieder Unterzuckerung. Übrigens, die Unterzuckerung wird selten diagnostiziert. Man muss halt schnell was essen und dann passt es ja. Überzucker wird rasch einmal diagnostiziert. Also wird wieder Unterzucker und dann musst du halt wieder Honig futtern. Ich weiß jetzt nicht, wozu sie sich entschlossen hat. Aber das ist, sagen wir, das Phänomen. Ja, die Unterzuckerten, die haben ja meist auch ihre Süßigkeit mit dabei, ihre Tafel Schokolade oder so. Und die kommen dann einmal in den Wechsel und aus der Unterzuckerung wird Überzuckerung. Und dann heißt es, hast davon, ja, weil du dein Leben lang Süßes gegessen hast, jetzt hast du Diabetes. Ja, das hat nicht direkt damit zu tun, nur indirekt. Ja, und die Ursache war damals halt der Angst-Ekel-Konflikt. Und deshalb wurde jetzt Diabetes draus. Oder das ist auch der Schwangerschaftsdiabetes. Ja, solange sie schwanger ist, solange sie ihr Kind stillt, ist sie männlich. Und dann stillt sie wieder ab und zack, der Schwangerschaftsdiabetes ist wieder weg. Ja, da empfindet man das um
Und dann springt er hin und her. Also das Umempfinden, das muss man sich so vorstellen. Ich kann den Konflikt sowohl weiblich als auch männlich empfinden. Dann springt er. Da sagen wir, wenn der Dieb durchs Fenster kommt. Also für mich als Mann ist das ein Konflikt, aber für mich als Opa ist das auch ein Konflikt. Oder als Frau. Ja, ist das auch, da gehen die Defensive, konfliktiv. Und also wenn es für mich weiblich und männlich konfliktiv ist, dann springt er hin und her. Je nachdem, wie sich meine Hormonlage ändert, ja, einmal hin und einmal her. Ganz was anderes ist, wenn ich nicht mehr empfinden kann, dann löst er sich auf. Und jetzt ein Beispiel für Auflösen. Einem 8-jährigen Mädchen zeigt der Pfarrer seinen heiligen Hubertus. Und für das 8-jährige Mädchen natürlich ein sexueller Konflikt. Und sie bekam die Periode mit 12, ja, der Konflikt verhindert ja die Menarche mit 11. Ich weiß nicht mehr genau, was für ein Konflikt das war. Es war auf alle Fälle ein Revierärger. Der brachte die Periode und das war mit 12. Und dann war sie 22. Ah ja, vielleicht eine zusätzliche Information. Mit Eintreten des zweiten Konflikts stoppt er die Konfliktmasse. Der erste war mit 8 und mit 12 hatte der 4 Jahre Konfliktmasse, der linke. Und der rechte ist auf 0, stoppt der Konfliktmasse. Und im Revierbereich haben wir ja das Phänomen, je länger die Konstellation besteht, umso mehr geht die Konfliktmasse Richtung 0. Also normal ist ja, je länger der Konflikt aktiv ist, umso größer die Konfliktmasse, aber nicht in der Konstellation. In der Konstellation geht die Konfliktmasse und relevant ist immer der erste Konflikt. Jeder weitere Konflikt ist in Konstellation und auf Null. Und geht die Konfliktmasse vom ersten eben Richtung Null. Und man kann sagen, so alle 10 Jahre halbiert sich die Konfliktmasse vom ersten. Zum Glück. Und also mit 22, sie war verheiratet und wurde schwanger, aber es kam zu einer Eileiterschwangerschaft und sie musste sich das Kind nehmen und reagiert duktal mit Brusttrennung. Kommt drüber hinweg und kriegt intraduktales Mammakarzinom auf der Mutter-Kind-Seite und lässt sich chemotherapisieren. Und die Chemo kastriert und macht aus der Frau einen Mann, aus der Rechtshänderin einen Rechtshänder, aus der Linkshänderin einen Linkshänder. Die Händigkeit ändert sich nie, aber die Hormonlage kann sich ändern und die Chemo kastriert und machte aus ihr den rechtshändigen Mann. Und Achtung, jetzt ändert sich ja die Reihenfolge der Konflikte. Beim Rechtshänder ist rechts der erste und links der zweite. Also die Nummerierung ändert sich. Der Inhalt bleibt, aber die Nummerierung ändert sich. Und lösen kann ich ja immer nur den letzten. Beziehungsweise löst sich der zwangsläufig, wenn ich ihn nicht mehr empfinden kann. Und unter der Chemo konnte sie den Exhibitionisten nicht mehr empfinden. Von 12 bis 22, das war 10 Jahre Konstellation, da halbiert sich die Konfliktmasse. Der Linke hatte 4 Jahre von 8 bis 12. Er hatte jetzt nur mehr 2 Jahre, aber hier ist die biologische Uhr eingestellt auf 9 Monate. Und die Lungenembolie hat sie nicht überlebt. Also sie bekam Chemo und starb an der Lungenembolie, weil es den Konflikt nicht mehr empfinden hat können aus der Kindheit. Also in dem Fall löst er sich auf. Mit unter Umständen dem Tod als Folge. Moment, den Fall, ich verstehe jetzt nicht ganz, warum habe ich den da eingeordnet? Da drüben wegzukommen. Das passt da jetzt eigentlich gar nicht so recht.
Aber jetzt vielleicht noch zum Revierbereich selber. Jetzt schon wieder die Folie nicht. Genau, warum schreiben wir oder warum sprechen wir links von weiblichen Revierbereich und rechts vom männlichen? Wie gesagt, hier haben die Hormone eine ganz wesentliche Rolle. Und auch hierfür ein Beispiel oder jeweils ein Beispiel aus der Literatur, aus dem Goldenen Buch. Eine 40-jährige Rechtshänderin wird kurz nach dem Krieg von einem Trupp Soldaten vergewaltigt. Er litt an sexuellen Konflikt natürlich und verlor den Eisprung. Und der 80 und so eine Frau würde sagen, ja, ich bin schon mit 40 in den Wechsel gekommen. Nichts im Wechsel gekommen, du hast einen sexuellen Konflikt erlitten. Und sie galt im Dorf auch als schrullige Alte. Und mit 80 bekam sie einen Verlustkonflikt um ein Enkelkind gelöst, bekam eine Eierstockzyste und diese Eierstockzyste zwang diese Frau, also die produziert ja en masse Östrogen und zwang diese schrullige, alte, 80-jährige Frau zu sein. Hat ihr diesen Konflikt aufgesprengt, die bekam die Periode wieder, schreibt Hammer. 3 Monate. Aber dann kam die tödliche Lungenembolie. Also dieser sexuelle Konflikt mit 40, ja, der hatte eine gewaltige Konfliktmasse, das war nicht zu überleben. Und normalerweise kommt die Lungenembolie so 2 bis 6 Wochen nach Lösung. Aber er sagt, weil die so viel Konfliktmasse hatte, kam die erst 3 Monate später. Also die hat 3 Monate ihre Blutung gehabt mit 80, die hat sogar mit ihrem Schwiegersohn zu flirten begonnen. Ja, die war quasi voll Weib. Aber das war absehbar, dass das nicht überleben wird. Und dann hat er auch eine Korrektur angebracht. Sie muss rechts einmal einen zweiten Konflikt erlitten haben. Aber das ist jetzt für Fortgeschrittene die Schlussfolgerung. Ja. So, und ein zweiter Fall, und zwar für einen Mann. Ein linkshändiger Knabe erlitt seinen ersten Revierverlust um die Mama mit 7. Mit 17, 10 Jahre später, wanderte er aus nach Amerika und erlitt einen zweiten Revierverlust um die Mama. Ja, beim Mann ist ja, wir haben ja da die Fixierung und der ist ödipal. Ja, wenn es da um die Mama geht, der ist ödipal auf die Mama fixiert. Und jetzt war in der Konstellation nun geschützt. Ja, der erste hatte 10 Jahre Konfliktmasse und der zweite ist auf 0. Dann mit 36, 19 Jahre später, bekam er auch um die Mama einen Verlust gelöst und eine Hodenzyste, der bekam so ein Straußenei. Und dieses Testosteron, dieser Hodenzyste, zwang diesen konstellierten Mann zu sein und sprengte ihm den rechten Konflikt auf. Und den Herzinfarkt überlebte er, ja, weil der Konflikt, der war immer in Konstellation zum ersten. Und der Herzinfarkt kommt zwar, und er hat ja mal gespürt und wie, aber er ist überlebbar. Obwohl der 19 Jahre aktiv war, aber aus der Konstellation, immer quasi auf Null, hat er das überleben können. Hätte ihm das Testosteron den linken Konflikt gelöst, wie zuvor bei der Oma mit der Eierstockzyste, ja, also die Lungenembolie hätte er nicht überleben können. Ja. Also da war ja 10 Jahre Konfliktmasse, 20 Jahre später, also 5,5 Jahre, hätte der noch mindestens Konfliktmasse gehabt und das hätte der nicht überlebt. Also man kann jetzt in diesen Revierbereichen, also das ist der Grund, warum wir links von weiblich und rechts von männlich sprechen. Also auf dieses linke Relais wirkt bei der Frau das weibliche Hormon Östrogen ein und auf das rechte beim Mann das männliche Hormon Testosteron. Das heißt aber nichts anderes, als dass man mit Hormone hier auch
Konflikte lösen kann. Ja? Also wenn, sagen wir, das rechtshändige Mädchen einen sexuellen Konflikt hat, hat sie keinen Eisprung, und nehmen wir an, die 16 hat noch immer keinen Eisprung, und wenn ich die mit Östrogen abfülle, hat die ihren Eisprung, aber nur einmal, weil der linke Konflikt, der muss ja mindestens vor 11 gewesen sein, der muss ja mindestens 5 Jahre Konfliktmasse haben, ich bringe sie mit dem Östrogen um. Oder beim Mann genügt ein einziger Konflikt und der ist schwul, also ein Revierverlust. Und steht auf Männer. Wenn ich den mit Testosteron abfülle, steht der wieder auf Frauen. Aber nur ganz kurz, weil wenn der Konflikt über 9 Monate ist, ist der tot. Also sagen wir, es geistert immer wieder oder es kommt immer wieder die Frage auf, kann man Homosexualität heilen? Ich meine, es ist konfliktiv bedingt, vererbt ist nicht die Homosexualität, die können sie nicht vermehren. Aber Achtung, immer auf Kosten des Lebens, gell? Über 9 Monate und der ist tot. Tja, das ist jetzt passiert in der Schweiz, die eine junge Frau nimmt die Pille. Durch die Pille wird sie natürlich männlich und stirbt an der Lungenembolie. Also die hat da offenbar einen sexuellen Konflikt aus der Kindheit nicht empfinden können. Und das ist auch bekannt, gell? Die gefährlichen Nebenwirkungen der Antibabypille. Lungenembolie. Ja, man braucht es nur reinschreiben im Beipackzettel und das passt dann schon. Aber sie dürfen den Tee, den sie im Wald gepflückt haben, nicht einfach auf dem Bauernmarkt verkaufen. Nein, das muss klinisch untersucht sein. Ja, und es könnte ja gefährlich sein, gell? Und sie brauchen das nur reinschreiben und dürfen es trotzdem verkaufen. Also ich finde das einfach eine Sauerei. Ich finde das eine echte Sauerei. Und noch ein Beispiel, was eigentlich Therapie in der Germanischen bedeuten kann. Nämlich auch nicht lösen. Ja, was muss ich tun, damit ich den Konflikt nicht löse, weil ich das nicht überleben kann? Ja, das ist ja auch eine Therapie. Oder ist das keine Therapie? Klar ist das eine Therapie. Und zwar, die Frau war wegen ganz anderer Sache bei Hammer. Und Hammer entdeckte bei ihr einen uralt Schreckangst. Da flog sie einmal schwanger durch die Windschutzscheibe. Und die Schiene war das Autofahren. Und sagt zu ihr, wenn du in den Wechsel kommst, wirst du männlich. Und den Verkehrsunfall, den kannst du weiblich und männlich empfinden. Und dann springt der hamersche Herd in die Bronchien rüber. Aber dann geht dieses Relais in Lösung, Kehlkopf, und es gibt eine Kehlkopfschwellung, schulmedizinisch Kehlkopfkrebs. Das kriegen wir nicht in den Griff. Das kriegt niemand in den Griff. Also nimmst du brav Östrogene, damit du quasi weiblich bleibst. Und wenn du mit 80 den Führerschein abgibst, kommst du vor der Schiene. Und dann geht das Relais erst recht in Lösung. Also fährst du brav Auto bis 105. Und die ist heute 83, nimmt nach wie vor Östrogene und fährt brav Auto. Also so kann die Therapie aussehen für nicht lösen. Also es gibt nicht nur Therapie, wie löse ich einen Konflikt, sondern auch, was muss ich tun, damit ich den ja nicht löse. Aber das ist dann schon der Experte, gell, der hier quasi Verordnungen trifft. Gell. Also das sind dann nicht mehr wir Laien, sondern das muss dann schon der Therapeut wissen. So, meine Damen und Herren, ich bin an und für sich mit dem Stoff durch. Wenn Sie Fragen haben, schießen Sie los. Puh, was ist bei Frauen, die so schwer schwanger werden? Die sind manisch, wo es zum Beispiel 2 Jahre nicht funktioniert und dann aber doch. In meinem Fall bei beiden Kindern so langes Warten, drittes Kind lässt jetzt schon wieder so lange warten. Mir ist ein sexueller Konflikt bewusst mit ca. 8 Jahren sexueller Missbrauch. Kann dieser Konflikt hier noch das Problem sein? Sehr wohl, ja. Und hätte ich dann gar nicht schwanger werden können, wenn das so wäre? Nein, also die meisten Frauen haben
einen sexuellen Konflikt. Leider ist es so. Die meisten Kinder oder jungen Mädchen haben schon einen sexuellen Konflikt. Das Problem ist die Waage. Also wenn sie manisch sind sie männlich und da können sie nicht schwanger werden. Und wenn sie da depressiv sind, also ruhiger, ja, und dann können sie schwanger werden. Sie müssen es. Also da war mal ein Ehepaar, also er war Gynäkologe und er hat 8 Jahre gemeinsam mit seiner Frau versucht, ein Kind in die Welt. Hammer hat ihr erklärt, du musst dich auf den rechten Konflikt setzen, auf die Schiene. Dann fällt die Waage nach rechts runter und dann kannst du schwanger werden. Und die fahren nach Hause und machen das und die ist sofort schwanger gewesen. Sofort. Übrigens, bei Hammer geht es auch nicht nur darum, wie kann ich einen Krebs überleben oder Allergie loswerden, sondern wie kann ich das Heilige weiterschenken, das Leben weiterschenken. Vielleicht, dass sie noch einmal genau aufpassen bei dem Studienkreis Consecutio, Reihenfolge der Konflikteinschläge. Ja, dass das Prinzip verstehen mit der Waage, manisch-depressiv. Wenn der Klatschtest nicht eindeutig ist, wie lässt sich die Handicap noch ermitteln? Wenn ich zum Beispiel einen eindeutigen Konflikt einer Person zuzuordnen habe, also wenn ich, sagen wir, ja, einen motorischen Konflikt um einen Partner erleide, also um den Chef, ja, dann ist meine Partnerseite, also Chef ist eindeutig Partner und ich weiß, ich habe mit ihm den motorischen Konflikt und wenn ich dann schaue, ist mein rechter Arm gelähmt, bin ich Rechtshänder, ist mein linker Arm gelähmt, bin ich Linkshänder, als Beispiel. Gut, meine Damen und Herren, dann erlaube ich mir hier den Studienkreis zu schließen. Ich hoffe, es war für Sie wieder lehrreich. Und würde mich freuen, Sie wieder mal begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.